Kandidatus auch noch rein. Da können wir dann leveln, quasi unsere Agenda machen. Und die Fates mitnehmen. Wir bekommen vermutlich nicht die komplette Belohnung, aber einen Teil Belohnung für die, die höher sind. Also da sollten wir die Fates machen. Wir brauchen nämlich sehr, sehr viele Hydatus-Kristalle und das höchste. Also wir brauchen, glaube ich, warte, ich gucke eben nach. FF14, Relikt Eureka. So, wir brauchen für Hydatos insgesamt 350 Hydatos-Kristalle. Ja. Und das größte Feld, oder das Feld, was am meisten gibt, gibt 10 in Hydatos. Das sind da so ein paar. Das heißt, 1, 2. Ja. 1. Ja. Also? Hier haben wir nur Glückssachen. Ja. Nö. Any Tracker? Nö. Typisch deutsch. Ja. Da ist ein Feld gespawnt gerade. Ah ne, ist glückliche. Ja, das können wir trotzdem mitnehmen. Machen wir das einfach. Zack. Also hätten wir genauso gut die anderen Hasen machen können. Ja. Und Hydatos hat übrigens einen Vorteil, da gibt es keine Drachen. Ah. Immer die Nase nach. Südöst. Sehr weit westlich. Ja. Verteilt euch! Oh yeah. Sehr weit südöstlich von. Weit südwestlich. Weit östlich. Weit
westlich. Sehr nah südlich. Westlich. Turm nördlich von hier. Sehr nah nördlich. Schatztruhe gefunden. Na, Bronzene. Wahnsinn. Silberne. Ich habe Materia 5 bekommen, Logos-Splitter. Logos-Splitter des Heilers, 2 Stück und Zaubermateria 6. Ja, der Erneuerung. Und 25. Ah, da habe ich gar nicht drauf geachtet. 10k habe ich bekommen. I'll take the money. Neue Instanz, also. Okay. Ist gemein. Erinnerung. Ne, da haben wir keine Pagas-Kristalle bekommen. Okay, interessant. Ich hab die Fee entdeckt. Elementar. Okay, da unten. Ja. Das ist Drachenstern. So, dann Eureka Tracker. Okay. So. Wollen wir dann ein paar Fates einfach aktivieren? Wie? Müssen wir halt die. Wir sollen auch noch dafür was tun? Ja. Was ist falsch mit diesem Spiel? Wo müssen wir hin? Gerade. Abenteurerliste. 143 Minuten. Zum TM. Ja, ich muss gerade ein bisschen gucken, wie das funktioniert. Gehen. So.
Warten. Und klatschen ein paar Boots, heißen die. B-H-U-T. Keine Schuhe klatschen? Leukosia Level 35 heißen die. Sorry, die. Noch keine Boots. Pyros Boot. Ausgelöst durch Pyros Boots. Ah ne, Leukosia heißt der, heißt das Feld dann später. Ja, Pyros Boot. Doch, Boots. Müssen wir aber noch ein bisschen warten. Ne, wir haben. Aber meint, machen wir nicht. Wir kommen nur bei Nacht. Ja, hat sich ja vor einer Stunde erledigt. Wir sind aber ziemlich richtig. Wir gehen nur hier den großen Pfad. Gewitterhexagon. Ne, die sind auch nicht. Oder sind die da? Sind sie wetterbedingt? Gewitterig. Ah ja, da steht's, wann das ist. Ja, okay. Dann Aganda. Die sind aber auch hier. Ah, Panda heißen die. Die hier, die nehmen wir. So. Und da klatschen wir jetzt einfach ganz viele von. Sehr schwach. Gut, wir sind minimal überlevelt, aber sonst. Ein bisschen. Eins. Zum Glück leveln wir hier auch mit. Das heißt, das sind jetzt Erdendinger, glaube ich, gewesen. Dann machen die. Können wir das schon mal in der Agenda abhaken? Müssen die nicht unser Level sein? Andere. Ah, okay. Zwei Stufen unter der eigenen. So war das. Ja, dann nehmen wir mal eins. Was kommt? Ein Spiel. Okay. Eye Limit. Oder AI Limit. Ich nenne es liebevoll Code Wayne 2. Nee. Okay. Von dem, was es bisher so den Augenschein gemacht hat, ne? Ah, okay. Und die, das soll eine Demo bekommen. Okay.
14. Oktober. Da bin ich mal gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall antun müssen. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen ich mir das antun muss, aber ich muss es. Ich habe da so ein gewisses Pflichtgefühl. Okay. Fühle mich verpflichtet. Es sah schon sehr geil aus, von dem, was die bisher gezeigt haben, deswegen. I need it! So, SpongeBob. Holst du hier eigentlich Versus 13? Was? Reynatus? Ja, ja. Ich dachte schon, du spielst dann auf dieses eine Interview mit Nomura an. Ja. Auch. Also die Entwickler von Reynatus, das ist wohl ein Nomura-Fan, seit Versus Saga 13. Fan, ja. Und ja, da sind sehr, sehr viele Ideen davon eingeflossen. Hat man einen Trailer natürlich überhaupt nicht gesehen. Hat man nicht gesehen, nein, das ist halt leichte Inspirierung. Ja. Und Nomura hat halt in dem Interview gesagt, dass er sich das so ungefähr auch vorgestellt hat. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Grafik ist halt nur... Na. Ja. Ja, ich hätte es verstanden, wenn es nur ein Switch-Spiel gewesen wäre, aber dass es auch für PlayStation 5 und PC rauskommt, ist so schon... Uiuiuiui. Ich müsste mir von den Dingern klatschen, bis irgendwas passiert. Ein paar. Irgendwann kannst du spawnen. Oder ist es nur eine Wahrscheinlichkeit? Nee, du musst dir auf jeden Fall, damit das Fate spawnt, eine gewisse X-Anzahl. Das ist quasi als wie damals bei nicht Pyros, sondern Pagos, wo wir Louis da, also diesen Eis in der Eishöhle da war, ne? Und das dauert dann halt einfach. Du musst halt ein paar Monster und dann spawnt es schon. Es sei denn, es ist halt gerade weg, aber da die gesagt haben, ja, hier ist nichts passiert, hatte ich dann auch geguckt, okay, wann ist der erste hier drin gewesen? Das kannst du ja in der Partyliste sehen. Also Abenteuerliste dann quasi. Ach, ja. Ja. Deswegen habe ich auch vorhin auch reingeguckt. Hast du ja nicht gesehen. Ja, es kommen so viele gute Games raus, also ich bin ein bisschen überrascht, dass tatsächlich mal nicht einfach nur Einheitsbrei rauskommt. Hatte viel schlimmere Befürchtungen dieses und nächstes Jahr. Und hängt da unter meiner Ecke rum. Sind jetzt ein paar gleichzeitig gespawnt. Ja, weil ich immer die mit Aziz immer töte. Deswegen spawnen die immer gleichzeitig nach. Ja. Schild um sein Leben. Irgendwie hätte die harte Arbeit machen. Ja.
Du schaffst es, Gurgun. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Nein, ich sterbe. So, auf dem halben Weg von Zubisprinten einfach abgebrochen. Tja. Bei Karte passiert hier echt nichts gerade. Ja. Na gut, was waren das? Zwei weitere Leute außer uns hier gewesen oder so? Ja, ja. Nun, what it is. Schreibt man nur hey und ist schon zu langsam. Witzig.
Ja, es müsste dann auch hier spawnen in der Nähe. Ich habe zwischendurch immer wieder mal die Karte auf, um zu gucken, ja, dass wir irgendwas noch verpassen. Ich hab's auch offen. Na, Panda? Hallo, hallo? Hallo. Hi, hi. Was geht? Panda, was hast du mir da geschickt? Schandtaten werden da schon wieder verteilt. Keine guten. Und wo du dir nur so denkst, die Menschheit ist doof. Taten. Gut, aber Panda ist ja nicht gerade als der Connoisseur, der was auch immer, der Memes bekannt. 10 von 10 Twitter-Moment, ja, das ist so. 10 von 10. Welches Twitter? Von welchem Bereich von Twitter reden wir? Fremdscham. Der Twitter hat so ziemlich viele Bereiche. Fremdscham. Ein Schandfleck Twitter, der größere Schandfleck und der noch größere. Also inzwischen gibt's da nichts mehr. Nur jede Menge Schandflecke. Jeder und Japaner. Aber das ist eine eigene Insel. Literally. Warum? Hey! Also, Zeit steht da. Oh Mann. Der Rix, das soll. Viele Spieler sind denn hier. Muss schon mal rufen und sagen: So, hey, 27, warten wir. Was du, soll ich? Ich schreib schon. Mann, immer diese Leute ohne Abenteuerpass. Legt euch einen verdammten Abenteuerpass an. Xenon, meinst du? Ja. Ein Halter. Nein. Ein Halter, der Vitrix geschrieben hatte, dass er oben gepoppt ist. Das ist auch okay. Beide gleichzeitig spawnen. Wow. Vielleicht mal ein bisschen clearen hier.
belästigt wird. Heißt, Viterix ist auch da. Bin nur bekannt, inkompetent zu sein. Nichts mit guten Memes. Ja. Ich hab gehört, du bist toxisch. Sehr sogar, hab ich gehört. Nur du. Nein. Was nein? Was meinst du? Bitte aufbauen. Schneller angreifen kann. So. Voll Rage. Mal, mal anpassen. Ja. Damit wir uns gleich pullen können. Zwei, eins, let's go. Na, Rich, was gibt bei dir Schönes, ha? Ich muss sagen, die Ankündigung kam aber auch ein bisschen unerwartet. Nachdem ich heute Morgen/Mittag einfach mal vollgespammt worden bin mit: Wir haben Dynasty Warriors jetzt rausgebracht und hier ist übrigens Fairy Tail 2, was auch irgendwie so ein bisschen unterm Radar schwebt. Sollen wir die Zuhörer auch klappen oder volle Konzentration einfach auf Sofist? Nochmal auf Sofist. Nur AOE hast du aber AOE rein. So, warte. Kann Tank Stance drücken oder? Ist der Rodolf der Rinder? Mocht nur sein Ding. Ja, mocht sein Ding. So, bei mir ist heute Zeugs angekommen. Oh, nice. Dann direkt zu Viterix hoch. Ja. Das glaube ich schneller. So, es scheint mir irgendwie gleich zu sein. So. Der Weg ist Pi mal Daumen derselbe. Frage ist halt. Alter! Was? Bin zu doof für die Karte gerade. Lieber links zum Meteoriten. Ja. Carbonatit, Steinbruch. Ja. Any Tracker. Ich fühle mich so langsam auf diesem Bike hier, ne? Meine kommt liegt wahrscheinlich daran, dass es langsam auch ist, aber. Ja. Jawohl. Carbonit. Die Carbon-Titte. Über das, die greifen nur bei Aktion an. Ja. Ja, wir sind, glaube ich, mittlerweile eh drüber, von daher. Ja, die Dingos könnten uns trotzdem. Die Schwalben greifen uns höchstens an. Und die Grizzlies.
Alles, und die Exekone und der Drache. Der Drache ist sogar ziemlich sicher. Was für krasse LED-Leuchten hast du dir denn geholt überhaupt, Rich, dass du dich damit geblendet hast? Oder ist der minimale Lichteinsatz schon zu gefährlich für Gamer-Augen? Terix. Ach ja. Ein Elks. Was? Ah. Wir haben nur auf uns gewartet. Gesagt. Na gut, kennst du den wichtigsten Befehl in Final Fantasy 14? Halt dafür? Nein. Ja. Oh. Ja, ich meine, ja, gut. Ja. Kommt drauf an, für wen, aber... Max. Gib mal einen Slash CL. Man weiß halt, was... Glaube ich. We need some rest is over here. Ich geh mal. Rein. Ja. On my way. Ich bin mal runter. Sternobservatorium. Ja gut, aber du brauchst ja auch die Belichtung. Ich brauch halt. Ich hab meine scheiß Beleuchtung, die von Mause. Das reicht. Ist halt das, ein Anführungszeichen, Problem, wenn man mit Kamera rumhantiert. Dass man die richtige Beleuchtung braucht. Wir warten dann hier beim Bunnyfeld auf dich. Ja. Ich geh doch mal. Ich hab den Tank übersehen. Der lag hier vorne direkt. Also wo wartet ihr? Oben beim Barneyfeld. Da kann ich direkt zur Brennkammer. Nee, Moment. Gar nicht, ne? Kommt man von der Brennkammer da hoch? Ja. Bin doof.
Ich war gedanklich irgendwie bei dieser Schmiede. Was, wo ja hinter es eigentlich keinen Port gibt. In Pagos. Manchmal ist man doof. Oh. Ich hab's aufgegeben. Davon zu laufen. Was hast du aufgegeben? Davon zu laufen. Ich bin ja beim Falken mit. Ja, macht das war gut auch. Kann uns ja gar nichts passieren, wir können die ja gar nicht angreifen. Ja. Muss nicht anpassen. Renate ist übrigens jetzt verfügbar. Ja. So, und anpassen. Piep, piep. Hör mit den Hasen! Hat er sich irgendwas zu fressen eigentlich, oder? Ja, ich hab's mal drin. Ich hab ja dank einer gewissen Person ja sehr viele Eier. Tja. Danke, unbekannte Person. Unbekannte, bekannte Person halten. Das ist genau an den Kabel. Ich will mehr Schaden. Mehr Buffs. Das muss stacken. Ja, das schön. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ich find's immer noch lustig, dass ich da... Das eine Mal, wo ich das Toy Story gestreamt hatte auf YouTube, weil direkt ein Live-Ding ins Bild zu bekommen habe, so, Copyright hier! West. Sehr weit südwestlich. Sehr weit südöstlich, ja. Hier trennen sich unsere Wege. Auf Wiedersehen. Erneut. Wir können übrigens den nächsten Schritt der Waffe machen, ne? Na guck mal, da ist mördische Marionetten gespawnt. Oh, das ist gut. Wie lange wollt ihr mich noch verfolgen? Weit nordwestlich. Run away! Ich hab den Drachen geweckt. Sehr weit nordöstlich. What? ich geh aber zu der östlichen Flammenfels da. So. Nordöstlich von mir. Das wird bestimmt eine Bronzetruhe, für die sich gar nicht das lohnt, der ganze Aufwand. Weit östlich von dir. Barschen? Westlich von dir? Das sind 52er Vieh. Fahre ich hier seelenruhig einfach durch die Gegend und das sind 52er Viecher hier. Na guck mal, seelenloser Agent, wir haben wieder Nacht. Ja. Weit nördlich von dir. Verdammte Eulen! Jetzt habe ich die Wahl an dem Drachen vorbei oder an dem Minotauren vorbei.
Danke. Gesundheit. Zur Tiefe. Ja, meine Hase ist gestorben. Idiot. Dann gehe ich zum Feld schon mal. Weit südlich von dir. Diese Gefühlsschwank. Mal. Südlich. Nördlich. Sehr weit nördlich. Direkt beim Drachen willst du mich Hase, lauf. Fuck my life, diese Scheiße. Eine Minute warten die noch. Ich lauf schon vor dem Drachen weg. Ich meine, ich bin gleich da. Drachen, Stern, Observatorium, was denn? Ja. Au. Au. Au! Das gibt's nicht! Nun. Ich komm dahin. Dass ich einfach von 300 Kilometern einfach mal einen scheiß Schlag abbekommen habe von dem Drachen. Ich habe die Hoffnung, dass Final Fantasy 20 Online irgendwann ein besseres Netcode haben wird. Nein. Natürlich nicht. Das ist Square Enix. Angefangen? Ja, also ich bin schon unterwegs. Ist ja direkt an Bord zum Glück. Ja. Der Netcode wird nur hotter aussehen. True. Wie der magische Plot. Wer ist der Fortpunkt? Drachen, Stern, Observatorium. Zuhören war noch nie eine Stärke. Na, momentan ist Denken nicht meine Stärke. Gut, du bist aber auch krank. Da lässt die Konzentration auch nach. Nimm es einfach als Ausrede, auch wenn es nicht stimmt. Kann keiner nachweisen, dass es nicht stimmt. Bist du sicher? Ja. Ich meine, die meisten Leute interessieren sich eh nicht für den Netcode. Die nehmen einfach irgendwas, was schon existiert auf dem Markt und verwenden es halt einmal weiter. Hat man ja auch bei den Fighting Games gesehen. Wohin? Sagen. Nein. Ah? Ich warte noch auf eine Aussage. Hauptquartier? Die Nordkuppe? Mhm. Und da? Wenn du 200 Kristalle hast, kannst du tauschen. Gegen eine Waffe.
will eine Waffel. Kriege ich auch eine Waffel? Mhm. Wir haben viel zu wenig. Bitte was? Um 4 Sternchen zu wenig. Ah, kriegen wir gleich noch. Muss man die ausgerüstet haben für oder was? Nö, eigentlich nicht. Was hat er denn geschrieben? Willst du euch deine Waffe verstecken? Dann hast benötige ich noch 252 Pyroskristalle. Hat. Was? Was hast du denn für eine Waffe? Ja, ich habe die. Ich muss die abholen. Ich habe die Pyroskristalle in Gehäfen. Ja, dann muss ich ja mal raus. Ja, dann mach das. So. Willst du, dass ich deine Waffe? Dann lass mal sehen. So, 200 und. Wusstest du doch, dass ich irgendwas vergessen habe? Ja, einen kleinen Moment Geduld bitte. Die Prozedur dauert nicht so lange. Ich bin einfach der Beste, habe die Pyroskristalle verwendet und deine Hand drauf. Dein Haut drauf verbessert. Mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen sollte es möglich sein, durch geschickte Verarbeitung der Pyroskristalle deine Waffen noch weiter zu verstärken. Eine Opfergabe an den nimmersatten Gott der Gläubiger. Die anderen. So. 249 Pyroskristalle. Okay. So, und ich muss wieder nach Pyros. Ah, nur der Anführer kann melden. Na, dann geh eben mal raus. Ich bin schon raus, du willst mich aber nicht dabei haben. Sag's doch gleich. Tja. so. Kannst mich wieder einladen. Yes. Habt ihr wenigstens was aus den Kisten bekommen? Ja, war nichts Sinnvolles. Mein Hase ist doch gestorben. Ah, deiner auch, okay. Dieser Hase war sehr tot. Der Baum hat ihn aus dem Leben gejiedet, einfach so. Ich konnte nur zuschauen. Die Waffe jetzt wenigstens sinnvoll, nachdem wir das jetzt gemacht haben? Oder ist sie immer noch Schrott? Naja. Sie ist zwar stärker geworden, aber das war's. Ich sprach von sinnvoll, ich sprach nicht von Stärke. 263. Okay, so, wohin jetzt? Apropos, warte mal, ich muss dir mal. Ich benötige deine Hilfe beim Manipulator. Okay. Was soll ich nochmal reinsetzen hier? So, für dass du wiederbelebt wirst. Ja. Vermächtnis des Zauberers, des Kämpfers und des Ritters. Vermächtnis des Kämpfers? Ja.
Des Ritters und? Des Zauberers. Das ist der Angreifer, ne? Ja, Kämpfer, Zauberer. So. Und Schattenmanipulator, das zweite, was soll ich da noch? Da brauchst du gar nichts. Kein Buff nochmal extra? Nee, für du musst für Kämpfer oder so, das Vermächtnis des Zauberers, ne? Muss ich nur noch. Ja. So, das ist ein Fade. So tief, ja. Ich mach meine Kammer. Lali, Lali. Oh. Ah, egal. Oh, Fragezeichen? Ich bin noch Bade. Ist das nicht egal? Ich hab jetzt meine Brust nicht an. Ach so, ja, okay. Wir gehen einfach davon aus, dass du keinen Schaden bekommst. Und keinen Schaden mache. Psst. Stimmt, es gab ja auch Hast und so, ne? Elementarbonus. Shit. Aber der sind 50er. Nur noch ein bisschen, dann habe ich übrigens das mit den Pixies auch mal okay. Hochgebracht. 1044 von 1730. Los? Ja. Embrace Damage. Allein. Zu viele Weißmagier hier. Gab es die im Sonderangebot? Ja, ein Dutzend billiger. Nimm 4, zahl 2. So in etwa. So, jetzt kann er gut seine Waffe holen. Los! Der Geld ist in die Farbe einmal aus. Ah,
erstmal eine schlechte Idee. Was? Iris poppen. Wer legt sich da mit dem Drachen an? Warum tut man sowas? Okay, der Drache kommt zurück. Alle in Deckung! Oh, ich geh mal eben auf, ich geh mal zurück, um Samurai zu werden. Du kannst ja hier also schon mit dem Spaß haben. Schwalben, ne? Ja. Frag nur sicherheitshalber mal nach, weil ich vertraue den Leuten nicht. Warte, ist gepoppt? Nein, ist sie nicht. Fuck. Hast du gepoppt? Ich bin doof. Run! Ja. Run, boy, run. Bringst du einen Drachen mit? Ja, einfach ignorieren. Ich lauf weiter. Okay. Die anderen ignorieren es auch. Ja, so ist gut. Run! Das sag ich meinem Code auch immer. Der Code sagte einfach nur Error 0. Funktionierte aber dennoch nicht. Och, hör auf, ich hatte sowas neulich in der Art gehabt. Fehler in Zeile 1161. Ich guck mir Code an, so 65 Zeilen, so. Ha? How? So. Samurai plus Obatal. Es ist gepoppt. Jo. Bin gleich da. Der Eintrag über Siege über Wasser und Wind ist in der Agenda fast fertig. What? Okay. Ich schätze mal, damit bin ich euch ein bisschen voraus, der jetzt.
Oh, Stufe gestiegen. Ja. Lumberjack, sagt er. Ich geh mal hin, wie wir überleben, ne? Ja. Ah, Holzfäller, ja, okay. Fuck. Was haben die Leute mit dem Paar? Ich weiß es auch nicht. Ich meine, Sanks, was? Thanks a lot würde ja noch irgendwie Sinn machen, aber. Was ist TAA? Weiß es auch nicht. Das war jetzt in den Chat geworfen. Und allerspätestens sind da bei dir in den YouTube-Kommentaren. Ja. So, in 200 Jahren so irgendeiner, der random das Video in irgendeinem Archiv findet. Übrigens, das war das. Ja. So. Falken. Ich bring was mit. Vielleicht fahre ich doch erstmal vorbei. Ich hab nur eine kleine Armee hinter mir. Aber sonst. Sonst ist alles okay. Macht euch keinen Kopf. Schaffst du schon. So, ja. Müssen wir diese Bäume? Ja. Ja. Gut. Um den Holzfäller zu beschwören. Müssen wir Bäume fällen. Er kommt dann. Die klauen meinen Job! Ist das die Logik dahinter? Ja.